Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Vaselmap Landwirtschaftssimulator 2017. Und wir sind, wie letztes Mal geplant, hier beim Viehhandel und holen uns jetzt noch ein paar Schafe. Mit dem Transporter haben wir ausgerechnet, wie viel wir... Ups, viel zu viele. 11 Stück können wir kaufen. Der fährt sogar hoch. Habt ihr das gesehen? Der ist hochgefahren. Dass wir sehr viele Schafe kaufen müssen, damit sich der Anhänger rentiert. Das werden wir aber früher oder später hinkriegen. Ich muss gerade mal mich mal orientieren. Ja, wir fahren links. Hallo. Ford Transit. So sieht es zumindest aus. So, wir fahren jetzt mal die Schafe zu unserem Schafsgehege. Und dann werden wir uns auch gleich noch ein bisschen ist gut, um das eine Feld kümmern. Und zwar um Feld Nummer 36. Das hätten wir ja noch pflügen müssen, darum habe ich mich ja darüber oder davor habe ich mich gedrückt. Aber heute werden wir das angehen, um das Feld auch noch etwas günstiger zu machen. Und danach müsste auch die 47 reif sein, um geerntet zu werden. Ja, ich muss hier so weit fahren, damit ich ohne Probleme um die Ecke komme. Es wird sich heute, oder wie ihr merkt, hat sich ein bisschen was am Plan, Aufnahmeplan verändert. Wir sind schon wieder zu weit gefahren. Wir haben heute Sonntag und es kommt eine Vaselmap-Folge. Einfach aus dem Grund, dass ich ja jetzt morgen wieder ein Minecraft-Let's Play bringe. Und zwar Minecraft City 2 auf Basis vom Zeftech Ages. Ist ein Multiplayer-Server und deshalb kommt heute schon Landwirtschaftssimulator. Landwirtschaftssimulator wird jetzt Sonntag, Dienstag und Freitag und Donnerstag kommen. Und ich glaube, ich muss das Tor hinten erst aufmachen. Und Montag, Mittwoch, Freitag, wenn es klappt, ich hoffe mal, die Schafe laufen nicht raus. Wenn ich das hinkriege, kommt Montag, Mittwoch und Freitag Minecraft City 2. So, abladen. Somit haben wir jetzt 46 Schafe. Das ist schon ein ganz ordentlicher Batzen. Und jetzt muss ich gerade überlegen, wo ich den Anhänger hin platziere, damit er mir nicht im Weg rumsteht. Keine Ahnung, wo ich den jetzt hinstellen soll. Ich freue mich immer noch riesig über eure Resonanz zu diesem Let's Play. Einfach atemberaubend. Freut mich ungemein. So, jetzt können wir auch mal gucken. Gleich erst bringen wir den Anhänger weg. Ich glaube, ich stelle den hier hin. So dreht ein Profi um. So, hier. Genau so wird man den Anhänger stehen lassen.
Also muss passen. Oh, wir haben sogar schon zwei volle Wollebehälter. Das war mir gar nicht so bewusst. So, jetzt gucken wir mal, ob die noch Nahrung wollen. Nö. Sauber ist eigentlich, glaube ich. Ja. Tierbestand ist noch nicht aktualisiert, kommt aber gleich. Wir kümmern uns derweil eben um Feld 36. Das eben noch gepflügt werden muss. Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Ich hätte gern was Blaues. So, hier, New Holland. Und ich werde daraus natürlich wieder ein Let's Play, ein Timelapse machen. Und wir sehen uns dann live danach wieder. Bis gleich. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. €14.059 für den Lohn und noch ein Zeitbonus von €3.700 macht summa summarum 17.770 €. Bam! So, und wir machen gleich hier weiter, glaube ich. Wir gucken gerade mal, wie das Feld aussieht. Immer noch Erntereife 2. 19 Minuten ist das geringste. Dann möchte ich auch die 19 Minuten haben. Oh, der Wahnsinn. Okay, jetzt. Start. Diesen Traktor mag ich eigentlich gar nicht. Weil der mit den Rauben einfach zu krass dreht. Aber naja. Damit werden wir jetzt das Feld mal kurz grubbern. Und wir sehen uns gleich wieder. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Gepflügt und gegrubbert haben wir das Feld jetzt. Und die Frage an euch, ist euch der Bug aufgefallen? Ich habe einen gesehen,
Wenn ihr ihn auch gesehen habt, dann schreibt ihn mal in die Kommentare. Die Auflösung gibt es dann in der nächsten Folge. Ob ihr das gleiche gesehen habt wie ich, wäre mal interessant zu wissen. Wir werden jetzt das Feld hier noch hoffentlich ziemlich rasch sähen. Ich glaube nicht, dass es noch eine größere Sämaschine gab. Und ja, dann müssen wir eigentlich hier schon soweit fertig sein. Gerste pflanzen wir hier. Der ist gut. Gerste können wir nämlich auch abernten, ohne uns dann ein anderes Mähwerk mieten zu müssen. Das ist vorzüglich. Ja, jetzt habe ich euch einen Haufen Timelapse reingehauen. Ich hoffe, ist nicht zu langweilig. Auf jeden Fall achtet drauf, ob ihr in der Folge diesen Bug seht. Und dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Gibt natürlich bestimmt eine einfache Erklärung dafür. Wahrscheinlich ist es nicht anders machbar gewesen. Aber es ist, finde ich, trotzdem ein Bug. Und wie gesagt, Auflösung in der nächsten Folge, was ich damit gemeint habe. Wir werden sehen. Ja, die Folge ist natürlich wieder reines Lohnunternehmen-Folge. Weil wir müssen natürlich die Felder hier günstiger machen. Ach, das, manchmal drehen die Traktoren so schnell. Deshalb wird man hier, ja, was heißt rein? Wir haben am Anfang auch noch was anderes gemacht. Aber jetzt halt wieder schon eine ganze Weile nur Felder bewirtschaften und nicht mal unsere eigenen. Die 47 ist bestimmt gleich oder wahrscheinlich jetzt schon im Erntelevel 3. Müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Und dass wir das nicht verschwitzen. Aussaat hat ein bisschen länger gedauert, wie gedacht. Aber geschafft haben wir es trotzdem. Ich weiß gar nicht. Oh, jetzt dürfen wir noch was machen. Machen wir auch noch. Und dann war es das aber von der Folge. Ein Deutz haben wir hier, glaube ich. Ja, Deutzfahrer. Und wir gehen Gülle streuen. Wir fangen mal mittendrin an. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Glaube ich zwar nicht wirklich, aber vielleicht kriegt man das Gefühl, als würde es schneller gehen. Ja, auch hier fällt mir dieser Bug wieder auf. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber er ist einfach da. Na. Schöne Scheiße, die da hinten rauskommt.
guter natürlicher Biodünger sozusagen. Wenn man sich das mal vorstellt, dass unsere Nahrungsmittel, Gerste, Weizen, Mais, alles, was wir essen, was vom Feld kommt, eigentlich großteils mit Mist, das heißt mit Tierkot, ja, besser wächst, ist es eigentlich erschreckend und für manche wahrscheinlich auch ziemlich eklig. Aber es ist einfach für die Natur sehr wirksam mit diesem Biodünger, so nenne ich es jetzt mal einfach, die Nährstoffe wieder aufzufüllen, die eben durchs Pflanzenwachstum verloren gehen, beziehungsweise in die Pflanze gesteckt werden von der Natur. Da ist es halt notwendig, dass auch, meine Tiere essen ja nichts anderes außer Pflanzen, zumindest die nicht, die Gülle abgeben. Von dem her ist es eigentlich ein Kreislauf. Die essen die Pflanzen, bringen ihren Dung aus und der Mensch verwendet den wieder, um weitere Nahrungsmittel zu produzieren. Aber so ist es halt und so wird es schon seit vielen tausend Jahren oder ja, eigentlich tausend Jahren gemacht. Ich sag mal, im antiken Ägypten wurde das, glaube ich, auch schon so gemacht, dass der Kuh oder der Mist der Tiere auf die Felder gestreut wurde. Das haben die schon gemerkt, dass das eine Ertragssteigerung gibt. Der Helikopter zieht wieder gemütlich seine Kreise. Ich würde gern machen, was der macht, wissen, was der macht. Was ich mir auch überlegt habe, ist, dass wir hier noch ein paar Bäume fällen werden. Die alle hier um die Felder rumstehen. Die stören mich nämlich. Wenn man hier rumfahren will und dann immer gegen den Baum stößt, ist es lästig. Deshalb müssen die einfach weichen. Gucken wir mal, wann wir das machen. Vielleicht in der nächsten Folge schon. Kommt drauf an, wie weit Feld 47 jetzt ist. Ob wir das schon abernten können oder nicht. Wenn wir es abernten können, dann müssen wir es natürlich machen. Weil, ja, Erntestufe 3. Verdorren lassen will ich das natürlich nicht. Deshalb checken wir gleich aus, was wir nächste Folge tun. Wenn wir hier mit dem Feld fertig sind, ich glaube, wir müssen nur noch ein oder zweimal drüber fahren. Nach diesem Mal. Knapp 13,5 Minuten hatten wir ja Zeit. Wird man locker schaffen. Einmal noch in diese Richtung und dann wahrscheinlich noch eine Hälfte von der anderen Seite. Wobei ich finde, dass es beim Miststreuen oder Güllestreuen die Zeitrechnung relativ ernst nimmt. Ja, man muss ziemlich viel von dem Feld wirklich abarbeiten. Nicht so wie zum Beispiel beim Pflügen oder so. Aber fertig sind wir. 6000 Öcken. Wir haben wieder 49. Das ist gut so. Und wir sind immer noch auf Düngestufe 2.
Erntereife 2. Ja. Was machen wir denn dann jetzt? Hier ein bisschen sauber. Kann, glaube ich, nicht schaden. Ja, wobei, wir haben 89 Sauberkeit. Die Schafe wurden nicht dazu gezählt. Sind die Schafe immer noch im Anhänger? Ich habe wahrscheinlich nicht bestätigt. Nein! Mensch, bin ich doof. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Denkt dran, mir in die Kommentare zu schreiben, was da für ein Bug, rechts unten seht ihr es, passiert ist. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Like, Abo oder Kommentar. Wie immer, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.